Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen der Staatsanwaltschaft Bonn darf ich Sie ja heute zu unserer Pressekonferenz recht herzlich begrüßen. Ich möchte Ihnen zu Beginn Herrn Oberstaatsanwalt Robin Fassbender vorstellen und Herrn Franz Birges, der die Mordkommission bei uns aktuell leitet. Wir sehen einige Mikros hier vorne aufliegen. Unsere Bemühungen, einen zweiten Splitter zu besorgen, waren leider bislang nicht erfolgreich. Aber ich denke, wir werden uns in jedem Fall behelfen und werden die O-Töne bzw. den Ton der Pressekonferenz zu jeder Zeit gut transportieren können. Wir bitten Sie, mit Fragen noch zu warten bis ans Ende unserer Darstellung. Wir wollen das aufgeteilt entsprechend darstellen, das aktuelle Geschehen, den aktuellen Ermittlungsstand. Und anschließend stehen wir Ihnen für mögliche Nachfragen zur Verfügung. Ich möchte auch gleich weitergeben an Herrn Fassbender. Herr Fassbender, der Ermittlungsstand ist einem besonderen Fall. Was wissen wir da bislang zu? Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch erstmal zunächst von mir ein herzliches Willkommen. Wir hatten das so verabredet, dass ich Ihnen erstmal den Sachverhalt schildere, von dem die Staatsanwaltschaft derzeit ausgeht, was in der Nacht auf den 7.5.2016 passiert ist. An diesem Abend war das spätere Opfer Niklas mit einem Freund und zwei Freundinnen auf dem Nachhauseweg aus der Rheinaue, als sie in Bad Godesberg im Bereich des von Grote-Platzes auf eine Gruppe von, wir können im Moment nicht mehr sagen, als 3+X Männern traf. Im Vorbeigehen kam es dann zu verbal provozierendem Verhalten aus der Gruppe der männlichen Gruppe, wobei sich da zunächst eine Person, nennen wir ihn einfach mal A, hervortat, was die Provokationen anbetraf. Es kam dann dazu, dass Niklas diese Gruppe zur Rede stellen wollte aufgrund dieser Provokationen, was dann dazu führte, dass ein zweiter aus dieser Dreiergruppe auf Niklas zuging, mutmaßlich um ihn anzugreifen. Dann gingen der Freund und die Freundin vom Niklas dazwischen, was dann zu einem Handgemenge zwischen diesen Vieren führte. Und dann kam eine dritte Person, den nennen wir nun C, hinzu. Es kam zu einem ganz kurzen Wortgefecht mit Niklas und dann kam es zu einem offensichtlich sehr wuchtigen Schlag gegen den Kopf von Niklas in den Schläfenbereich, der dazu führte, dass Niklas sofort zu Boden ging und reglos am Boden liegen blieb. Der Freund von Niklas eilte ihm dann sofort zu Hilfe, wollte sich um ihn kümmern. Es gab also eine kleine zeitliche Zäsur. Und dann kam trotzdem der C offensichtlich noch mal kurz zurück und trat den leblos am Boden liegenden Niklas kräftig wieder mit voller Wucht, muss man sagen, gegen den Kopf. Es gab also diese zwei Gewalteinwirkungen, das auch mal ein bisschen zur Richtigstellung dessen, was wir sonst in letzter Zeit so in den Medien gehört haben. Es gab diese zwei massiven Gewalteinwirkungen gegen den Kopf, die dann auch schlussletztendlich leider dazu führten, dass Niklas verstorben ist. Nach diesen Gewalthandlungen entfernten sich dann die drei A, B und C vom Tatort und dann begannen die intensiven Ermittlungen der Mordkommission. Vielen Dank, Herr Fassbender. Ja, Franz Birges, eine intensive, also sollen wir vielleicht die Mikros erst rücken? Ja, das macht Sinn. Ja. Oder wir tauschen. Ja, sollen wir tauschen? Okay. Das sieht mal etwas aus wie Reise nach Jerusalem, aber es ist vielleicht etwas einfacher. Kommen alle. Das halten wir zu. Wissen wir auch, wer gemeint ist.
Ja, vielen Dank. Dann haben wir die Mikrofonfrage auch gut klären können. Franz Wirges, als Leiter der Mordkommission, eine sehr intensive Arbeit. Sie sind seit der Tat, seit dem Tatabend, seit dem frühen Morgen quasi ständig involviert. Wie intensiv gestaltet sich das für eine Mordkommission? Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Sehr schwierig gestaltet sich das und sehr arbeitsintensiv. Wir haben noch in der Nacht nach der Alarmierung und Einberufung der Mordkommission den Tatort aufgenommen. Wir haben noch in der Nacht die Zeugen, sprich die Betroffenen am Tatort und gleichzeitig auch Mitopfer vernommen. Weitere Zeugen vernommen, die in der Tatnacht in unmittelbarer Tatortnähe standen. Wir haben in der Folge in der Mordkommission umfangreiche Ermittlungen, zahlreiche Auswertungen von Anzeigen, von internen Berichten und so weiter ausgewertet. Wir haben Kollegen, die sich im Jugendbereich auskennen, die sich im Szenebereich auskennen, befragt und in die Mordkommission hinzugezogen. Wir haben dann versucht, ich würde mal sagen, einen Personenkreis von ca. 40 bis 50 Heranwachsenden und Jugendlichen aus dem Bereich Godesberg aufzuhellen. Dann haben wir in der Folge durch unsere Ermittlungsarbeit und durch Hinweisaufnahme ca. 100 Spuren angelegt. Wir haben insgesamt um die 150 Hinweise bekommen aus der Bevölkerung, die insbesondere recht viel wurden nach unserer durchgeführten Flugblattaktion. Ja, wie der Herr Scholten schon erwähnt hat, sind die Kolleginnen und Kollegen der Mordkommission seit diesem Tag ununterbrochen im Dienst, leisten mindestens 12 bis 16 Stunden jeden Tag. Dafür möchte ich an dieser Stelle meinen Dank ausdrücken. Und ich denke mal, dass wir das Niklas und seinen Eltern schuldig sind. Ja, wie schon gesagt, wir gehen dabei hart an die Grenzen des Leistbaren und werden das auch weiterhin tun. In den letzten 5 Tagen möchte ich mich auch an dieser Stelle bedanken, hatten wir Unterstützung von der Bundespolizei für Maßnahmen und Fahndungsmaßnahmen, die dann letztendlich zu einer Festnahme von 3 Personen am gestrigen Tag führte. Das wäre an dieser Stelle so mal der Stand, den ich Ihnen mitteilen dürfte, was die Mordkommission bisher getan hat. Danke Ihnen. Vielen Dank, Franz Wirges, Leiter der Mordkommission. Wie sieht das Ergebnis der Ermittlungen aus? Damit wollen wir uns beschäftigen nach einem Wechsel an die richtige Mikrofonposition. Ich darf noch einmal kurz um den Wechsel bitten. Vielen Dank nochmal, Franz Wirges. So. Ja, meine Damen und Herren. Jetzt ist es besser. Das Ergebnis, was ich Ihnen heute mitteilen kann, ist nicht das, was Sie erwartet haben und nicht das, was wir erwartet haben. Der Fokus der Ermittlungen richtete sich im Laufe der Ermittlungen auf einen größeren Personenkreis, den ich jetzt hier aus den berühmt-berüchtigten ermittlungstaktischen Gründen mit einer Mehrzahl von Personen nur umgrenzen kann. Wir haben sehr schwierige Ermittlungen zur Frage der Täterschaft. Alles das, was wir normalerweise freundlicherweise an Spuren finden, die auf den Täter hindeuten, haben wir hier nicht. Wir müssen hier mit anderen Mitteln arbeiten, was die Sache sehr, sehr schwer macht. Schlussletztendlich verdichteten sich aber die Verdachtsmomente zunächst mal auf 3 Personen.
weil man sagen muss, dass die Ermittlungen zu diesen und zu weiteren Tatverdächtigen nach wie vor andauern und die 12- bis 16-Stunden-Schichten, die die Mordkommission unter Herrn Wirges führt, die sind noch lange nicht vorbei. Eine Person wurde dann aber von einem Zeugen eindeutig als die Person identifiziert, die Niklas geschlagen und getreten haben soll. Diese Person wurde dann am gestrigen Abend festgenommen und wurde gestern sowie im Laufe des heutigen Tages intensiv vernommen. Er hat jegliche Tatbeteiligung bestritten, hat sich allerdings bei seinen Vernehmungen bereits in Widersprüche verwickelt und teilweise konnten durch die Folgeermittlungen seine Angaben auch widerlegt werden. Aber auch hinsichtlich seiner Angaben sind die Überprüfungen derzeit noch nicht abgeschlossen. Gleichwohl ist jedenfalls die Staatsanwaltschaft der Meinung, dass gegen diese Person der dringende Tatverdacht des Totschlags besteht, sodass diese Person derzeit dem Ermittlungsrichter in Bonn vorgeführt wird, der eben über den Erlass des Haftbefehls zu entscheiden hat. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 20-jährigen Mann, der in Italien geboren wurde und auch bereits wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten ist. Mehr kann ich Ihnen als Ergebnis der Ermittlungen, als pressefreies Ergebnis der Ermittlungen derzeit nicht anbieten. Ja, vielen Dank, Herr Fassbender. Soweit die Zusammenfassung der Ergebnisse, die aus den Ermittlungen resultieren. Wir bieten Ihnen jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen an das Podium. Wenn Sie sich kurz vorstellen, bitte. Ja, Jonas Schmidt von der DPA, der Deutschen Presseagentur. Ja. Ich muss jetzt nochmal nachfragen. Herr Fassbender sagt, drei Festnahmen gestern, neben dem Hauptverdächtigen? Ja, neben dem Hauptverdächtigen sind zwei weitere Personen festgenommen worden, bei denen der Verdacht besteht, dass es sich um die anderen beiden Personen gehandelt haben könnte. Dieser Verdacht ließ sich allerdings nicht hinreichend verifizieren, sodass diese zwei Personen bereits wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Gibt es weitere Fragen? Bitte, wenn Sie sich auch kurz vorstellen. Wir werden natürlich naturgemäß nicht in die Details der Ermittlungen gehen, aber ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir in diesem Fall eben unsere klassischen großen Helfer, die DNA-Spuren des oder der Täter hier nicht haben. Bitte. Richtig. Also wir haben zwei, erst im Stehen hat er einen Schlag gegen die Schläfe bekommen, der dazu führte, dass er zu Boden ging und dort, nach dem, was wir wissen, auch direkt regungslos liegen blieb, sodass dieser Schlag schon verdammt heftig gewesen sein muss. Und dann kam es eben in der Folge zu einem Tritt auch wieder gegen den Kopfbereich. Von ein und demselben Tatverdächtigen, ja. Der jetzt dem Haftrichter vorgeführt wird. Sie haben noch eine Frage? Ja, ich will noch nachfragen. Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass die beiden Gruppen sich kannten? Ist das eine einfache Zufallsbekanntschaft oder ein Zufallstreffen gewesen da auf der Straße? Oder steht da irgendwie mehr dahinter, dass die sich eben schon vorher irgendwie erkannt waren? Also vereinfacht ausgedrückt, wenn die sich gekannt hätten, dann wäre es für uns relativ einfach gewesen, die Täter zu ermitteln. Also wir gehen davon aus, dass es sich eben um zwei Gruppierungen handelt, die sich vorher nicht gekannt haben. Bitte? Herr Kaiser, können Sie uns denn auch sagen, wie viele Straftaten der mutmaßliche Haupttäter bis dahin insgesamt begangen hat und in was für einem Zeitraum? Da muss ich eben darauf verweisen, ich habe es gerade schon gesagt, also im Moment dauert die Vorführung an, sodass das, was ich zu dem Tatverdächtigen, zur Person des Tatverdächtigen gesagt habe, schon verdammt viel ist. Wir haben
die Unschuldsvermutung und bis jetzt hat noch nicht mal ein Richter die Ansicht der Staatsanwaltschaft hinsichtlich des dringenden Tatverdachts bestätigt, sodass wir zur Person des Tatverdächtigen, zur Person des Beschuldigten derzeit keine weiteren Angaben machen. Herr Seidel. Das entzieht sich schlicht und ergreifend derzeit meiner Kenntnis. Eine zweite Teilfrage. Einmal, was macht Sie so sicher, dass Sie den richtigen haben? Gibt es über diese eine Zeugenaussage hinaus noch andere mögliche Beweise? Und die zweite Frage bezieht sich auch nochmal auf den Täter. Ist er hier aufgewachsen? Deutsch, aber in der Personenbeschreibung, die Sie veröffentlicht haben, war ja immer die Rede davon, dass die Täter fließend Deutsch sprechen. Ja, also er passt zu der Personenbeschreibung und zwar zu sämtlichen Komponenten der Personenbeschreibung. Ich hatte ja schon gesagt, er ist von einem Zeugen eindeutig wiedererkannt worden. Das alleine ist natürlich schon sehr schwerwiegend, aber hinzu kommt eben noch, und da sind wir eben im Bereich auch der Ermittlungsmaßnahmen. Er hat Angaben gemacht, wo er zur Tatzeit gewesen sein will. Und diese Angaben konnten wir teilweise schon widerlegen. Herr Xanthopoulos. Den Wortlaut oder das, was da an Verbalauseinandersetzung war, haben wir bisher nicht bekannt gegeben. Und das ist der klassische Grund, Sie sehen es mir nach, Sie kennen mich lange genug, das ist Täterwissen. Also wenn wir irgendwann mal jemanden haben, der uns sagt, was da gesprochen wurde und das stimmt mit dem überein, was andere Zeugen sagen, was da gesprochen wurde, ist das ein starkes Indiz dafür, dass diese Person am Tatort war. Deshalb möchte ich Ihnen dazu keine Angaben machen. Ja, wie gesagt, das war jetzt keine vorherige Auseinandersetzung, die eine derartige Gewalteskalation auch nur ansatzweise erklärbar macht. Keine Frage. Kennen sich persönlich auch gar nicht. Nach unserem Kenntnisstand nein. Vom WDR eine Nachfrage. Es ist ein weiterer Migrationshintergrund vorhanden, ja. Richtig. Ist er denn hier aufgewachsen? Das war die Frage von Kurt. Da müsste ich jetzt mal kurz bei Herrn Dürges gucken, ob er mir sagen kann, wie lange der schon in Deutschland ist. Genau kann es das nicht sagen, aber der lebt schon seit einigen Jahren in Bonn. Wie gesagt, zum... Ne? Ja. Bleib mal kurz auf der rechten Seite. Ich habe niemanden vergessen. Ja, unerwartet ist jetzt etwas übertrieben, aber wir waren jedenfalls der frohen Hoffnung, dass wir nicht nur eine Person meinen, dringend verdächtig zu haben, an den Auseinandersetzungen gewesen zu sein, sondern gestern waren wir noch der Meinung, wir hätten drei, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Davon sind uns jetzt zwei weggebrochen. Herr Seidel. Ja, welcher Zeuge oder welche Zeugin bei der Überstellung oder beim Erfassen von Fotos den Tatverdächtigen wiedererkannt hat, oder einer von den beiden Freunden verpflichtet? Auch dazu machen wir keine Angaben. Hat sich erledigt, bitte. Ja, weil in Erwähnung ausgebracht haben. Eine Frage noch zu der Gruppe. Können Sie noch diese Gruppe näher beschreiben? Gab es da weitere Migrationshintergründe? Warum mussten die Täter oder die mutmaßlichen Mittäter laufen lassen? Wie stichhaltig waren da Alibis? Können Sie dazu was sagen? Auch da, was wir zum Migrationshintergrund der zwei weiteren beteiligten Personen sagen können, da ergibt sich die Antwort eigentlich von selber. Da wir sie noch nicht kennen, können wir dazu gar nichts sagen.
Hinsichtlich der festgenommenen Personen, da sie wieder freigelassen wurden, mache ich dazu naturgemäß keine Angaben. Was Ihre letzte Anfrage anbetrifft, die eine Person hatte ein sehr gut überprüfbares Alibi und auch bei der anderen können wir nicht mehr von einer Tatbeteiligung ausgehen. Deshalb sagte ich ja, wir hatten eine größere Gruppe von Tatverdächtigen und wir gehen von diesen drei Personen aus, die aktiv an dem Geschehen beteiligt waren. Es gab noch weitere Personen, die sich in diesem Umfeld befunden haben, wobei wir ja auch gar nicht wissen, wie diese Gruppe, die sich da auf der Seite, aus der der C stammt, wie die sich überhaupt zusammensetzte. Ob das eine feste Gruppe war oder ob die da zufällig zusammenstanden, alles das wissen wir nicht. Nur wie gesagt, wir haben drei agierende Täter. Einmal den A, der die verbale Provokation begangen hat. Dann den B, der als erster in Richtung Niklas gegangen ist und dann die Auseinandersetzung mit dem Freund und den Freundinnen von dem Niklas hatte. Und dann eben C als denjenigen, der Niklas den Schlag und den Tritt versetzt hat. Frau Jakob? Jakob, Generalanzeiger, hatte denn der Hauptverdächtige den deutschen Pass auch oder hat er keinen deutschen Pass? Nee, der ist italienischer Staatsangehöriger. Bitte? Frag hier Sat 1. Sie haben ja gesagt, er ist 20 Jahre, er ist in Italien geboren. Kann man denn irgendwas über das Tätermilieu sagen, das gesellschaftliche Milieu? Ich wiederhole mich immer wieder gerne. Er wird gerade dem Haftrichter vorgeführt. Ich habe schon zu seiner Person dafür, dass wir ihn noch nicht mal in Untersuchungshaft genommen haben durch den Richter, schon verdammt viel gesagt. Und sehen Sie es mir bitte nach, dass ich alle weiteren Anfragen zu Personen, Umfeld, Vorbelastungen ablocken werde. Nein, die körperliche Auseinandersetzung, die zweite, wurde von B geführt. Und die führte zu einer körperlichen Misshandlung im unteren Bereich der Freundin von Niklas. Herr Seidel, oder? Entschuldigung, geht es jetzt? Kurz, Herr Seidel. Nee, gut, dass Sie nachfragen. Im unteren Gewaltbereich. Also es handelte sich um Schläge, soweit ich weiß, mit der flachen Hand ins Gesicht. Von B. Manchmal sind Nachfragen sehr nützlich, sonst wäre ich hier massiv. Um Gottes Willen. Nein. Alexandopoulos. Nein, ist nicht bekannt. Nee, ich sage lieber nicht raus. Ist, ja. Sagen wir, das Täterwissen geht ja nicht raus. Bitte. Wir haben die Position gewechselt. Nein, es geht ja darum, wir hatten ja gestern schon miteinander gesprochen über diesen weiteren Überfall, der in der Bonner Innenstadt passiert ist. Können Sie definitiv ausschließen, dass das mit dem anderen Täter oder mit dem Täter in Verbindung zu setzen ist? Definitiv ausschließen ist immer sehr schwer. Wir haben derzeit keine Hinweise auf einen irgendwie gearteten Zusammenhang. Ja. Haben Sie weitere Nachfragen an uns? Die Bestätigung ist abgefehlt, gerichtet Ihre Zeit nach dem. Jo, das machen wir. Ja. Wenn er denn erlassen wird. Dann werden wir es in jedem Fall nachberichten. Ja, meine. Ist noch eine Frage. Ist noch eine? Oh, Entschuldigung. Also, es wird in diesem Fall auch ermittelt.
Und wir können auch da derzeit keinen Zusammenhang konstruieren oder feststellen. Wichtig ist bei diesem Fall, auch wenn er sich außerhalb der hier dargestellten, des hier dargestellten Geschehens bewegt, dass wir letztlich auch zu einer möglichen Straftat noch gar keinen Beleg haben. Wir gehen aufgrund der Spurenlage, der Erkenntnisse, die wir haben, um den Verletzungsgrad davon aus, dass hier eine Straftat vorliegt, können das im Moment aber weder überzeugen, noch über mögliche genannte Begleiter, noch über den Geschädigten selbst belegen. Mhm. Bitte? Völlig richtig, ja. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mich dann an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Soweit noch Wünsche hinsichtlich weiterer O-Töne bestehen, bitte ich um kurze Meldung. Ungern, ja. Ungern heißt nur für ja. Ungern heißt, wenn Sie mir... sollen wir vielleicht von dem Podium runter? Das sieht ja, manchmal etwas komisch aus.